Okay, wir haben mal Gnade walten lassen. Man muss ja nicht jeden töten. Man kann, aber man muss. Du sprichst nicht. Du bist Trauger. Du bist Dagard. Danke nochmal, dass du mich verschont hast, Hauptmeister. Ich werde mich dir beweisen. Erzähl mir mehr von dir. Ich bin neugierig, Dagard. Erzähl mir, wie du herkamst. Wir haben bereits darüber gesprochen, Blutkiefer. Ich war schwach, das ist alles. Und mutlos. Hier scheint es nur zwei Wege für die Orks zu geben. Ich habe aufgegeben und hatte keinen Mut. Ich bin nicht stolz auf mein Handeln und würde sterben, um es wieder gut zu machen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich komme darauf zurück. Ja. Wir sprechen später. Und du, Schamane. Was willst du, Sohn der Rotatem? Seltsamer Schamane. Der Regen des Mutes. Kannst du den Regen des Mutes vorbereiten? Keine Sorge, Blutkäfer. Dank euch werden die Krieger bereit sein, dem Tod zu begegnen. Gut. Danke, Schamane. Was willst du, Sohn der Rotatem? Seltsamer Schamane. Nimm es mir nicht übel, Schamane. Aber du wirkst nicht wie andere Schamanen. Ich weiß. Glaub mir, dass ich aufpassen muss, hier nicht aufzufallen. Aber Adek und dein Vater wollten, dass ich mich in der Menge verstecke. Ohne sie hätte mich der Hauptmeister sicher getötet. Wahrscheinlich, er sieht die Dinge anders und mag keine Konkurrenz. Aber es interessiert dich wohl eher, Blutkiefer, dass ich vor meiner Zeit als Schamane Anführer des Stammes der Hochebenen war. Verstehe. Das ist interessant, das stimmt. Es tut mir sehr leid, Draka. Viele der Blutkiefer wollten dir helfen, aber die Hochebenen waren zu weit entfernt. Jahel wollte uns nicht für eine Mission aufteilen, deren Ausgang unsicher war. Und er hatte recht. Es wäre der gleiche Fehler gewesen, den ich machte. Ich allein bin verantwortlich, Diavrosch. Gib deinem Anführer nicht die Schuld. Aber du hattest Verstärkung verdient. Nachdem ihr so lange ausgehalten habt, so viele Kämpfe gewonnen. Und es brauchte nur eine Niederlage, um alles zu verlieren. Es ist immer so, Diavrosch. Vergiss das nie. Niederlage kommt immer am Ende. Und wenn der Tag kommt und der große Atem dich nicht warnt, wirst du etwas lernen. Zu Ehre all jener, die an dich glaubten. Viele davon sind hier. Ich vergesse es nicht, Draka. Danke. Gut. Dann begebe ich mich mal wieder in Gefahr und sage, hallo, Adek. Ich sehe, dass ihr Draka verschont habt. Das ist unerwartet. Aber ich denke, du weißt, was du tust, Arkay. Nö, kein Stück. Wir brauchen jeden Kämpfer. Er wird uns nicht verraten. Das glaube ich auch nicht. Du gibst ihm eine Chance, sich reinzuwaschen. Ich denke, das ist das Beste, was du tun konntest. Selbst wenn ich glaube, dass er es nicht schafft. Brauchst du was? Nö, aber erhebe den Morast. Abgemacht? Du hast in den ganzen Waffenschränken nicht zufällig etwas Brauchbares gefunden. Nun, diese Waffen sind wertvoll, weißt du, und kosten uns eine Menge. Aber für euch machen wir eine Ausnahme. Ich verstehe. Okay, verkaufen. Den Knochenschäler brauche ich nicht. Kann ich was verbessern? Ich kann ihn nur einmal verbessern, ja? Doppelpein? Könnte vielleicht, aber Knochenschäler. Okay, verkaufen. Heiliger Reliktschutz. Weg.
Der wird, glaube ich, nicht helfen. Fangen des Löwen. Beutelbeteiliger Erde. Kann weg. Heiliger Ritualgürtel. Den kann ich noch verbessern. Ja. Schadensreduktion plus 14. Das ist gut. Dann verkaufe ich die beiden mal. Und laufe jetzt halt immer mit diesem Dings da rum. Der Knochenschäler. Okay, den werde ich mal verbessern, den Doppelpein. Wie viel hat's gebracht? 13. Okay, den Knochenschäler werde ich aber verkaufen. Und lauf mal, nein, mit dem Doppelpein rum. Sei denn, du hast natürlich noch was Schöneres, was ich mir kaufen kann. Heiliger Rückbeinschutz. Nö. Kein Objekt. Die habe ich gerade verkauft. Okay, was kann denn Styx haben? Ausweider. Nö. Können wir bei ihm was verbessern? Ja, gebogenes Gerstenohr. Ne, gibt plus 5? Egal. Intelligenz plus 4? Egal. Verkaufen. Schere. Können weg. Papierfänge. Erhalten. Leichte Handschuhe. Rituelle Handschuhe. Handschuhe des Assassinen? Weg. Rituelle Handschuhe. Ja. Stiefel des Scarlets, Band von Viole. Will ich die mal verbessern? Plus 6, plus 5, alles klar. Und die Vampirfänge. Verbessern. Barakai kann ich nichts mehr verbessern, ne? Ich hab ja alles gemacht, gut. Ja, das heißt zurück und sonst danke. Erhebe den Wurst. Nächster Schritt. Wir erheben den Morast. Alle bereit? Die Stunde der Wahrheit ist gekommen, ja. Es sind nicht alle bereit, aber wir folgen dir trotzdem. Okay. Rede mit Marlok, wenn du den Angriff starten willst. Er führt die Operation an. Okay. Dann kann ich ja doch nochmal gucken, was hier ist. Nichts. Mal gucken, ob ich noch mit anderen sprechen kann. Mit dir kann ich nicht sprechen, mit dir kann ich sprechen, aber du hattest nichts, ne? Was kann ich für dich tun? Nicht so einatmen. Gehen. Wir sprechen später. Ja, machen wir. Hast du noch irgendwie Mission Champion oder so? Champion braucht Garok? Nein. Erstmal nicht. Ich komme wieder, Garok. Kann ich etwas für dich tun? Nö. Wir sprechen später. Okay. Du hast mir geholfen, Blutkäfer. Nun bin ich an der Reihe. Gehen. Wir sprechen später. Du sprichst nicht, gut. Drakane. Was willst du, Sohn der Rotatem? Du hast keine Quest mehr für uns, oder? Nö. Wir sprechen später, Schamane. Du okay, wolltest mir etwas sagen? Erhebe den Morast. Zeit ist knapp. Wir müssen die Anführer des Widerstands zusammenbringen und den Angriff planen. Sehr gut. Nun gibt es kein Zurück, Sohn. Wenn du bereit bist, kann ich den Kriegsrat zusammenbringen und den Angriff starten. Ich bin bereit. Lass uns angreifen. Mach das, Vater. Okay. Gersh, wie viele Orks hast du? Vielleicht 10. Höchstens. Das sind nicht viele. Aber Terg hat 20 Arbeiter. Sie werden dich unterstützen, sobald ich mit Atiens zurück bin. Marlok wird mit einem Dutzend seiner Krieger starten. Ich brauche jemanden, der das Innere der Festung kennt.
In Ordnung. Wir halten die Position. Bis zum Ende. Ja. Wir müssen. Geresch wird dich unterstützen, wenn es schlimm wird. Sobald Styx und ich die Zugbrücke sabotiert haben, geht es los. Und wenn wir zurück sind, machst du einen Ausfall. Ausfall? Das ist Selbstmord. Du kannst nicht ewig verteidigen. Wir müssen in der Initiative bleiben. Wenn wir den Turm nicht einnehmen, seid ihr alle verloren. Die Quasar brauchen Sklaven für den verdammten Morast. Und ihr habt euch als schlechte Sklaven offenbart. Sie werden nicht nett sein. Das wird doch ewiges Klarheit. Ein guter Plan, Arkay. Wirklich? Ihr werdet ausradiert. Ich brauche die besten Kämpfer, um eine solide Kampfeinheit zu bilden und das Desaster einzudämmen. Woran denkst du? Ich brauche einen Adler, einen Löwen und einen Gepard. So arbeiten die Blutkiefer. Der Adler sollte ein kaltblütiger Ork sein. Ein Stratege, der die Höhe nimmt und seine Erfahrung zur richtigen Zeit einsetzt. Der Löwe wird unser Champion, ein unbezwingbarer Kämpfer, der die Verteidigung und die Moral des Feindes zerbricht. Und der Gepard wird die Verbindung sein. Wir brauchen einen schnellen und wachen Bruder, der Nachrichten zu dir, Geresch und Adek bringt. Ich sehe, aber wir haben nicht viel Zeit, Sohn. Geresch und Terk nehmen ihre Positionen ein. Adek wird ihnen beitreten, sobald der Angriff startet. Wir müssen auf die Orks im Versteck setzen. Ich kümmere mich darum. Ich rede mit ihnen und frage, was sie leisten können. Gut, Sohn. Dann komme zurück zu mir, wenn du deine Champions gefunden hast. Ich werde ihnen alles Weitere erklären. Wähle die Mitglieder der Truppe. Wähle einen Strategen. Wähle einen Krieger. Wähle einen Aufklärer. Du. Brauchst du was? Du hast in den ganzen Waffenschränken nicht zufällig etwas Brauchbares gefunden. Nee, danke. Sonst noch was? Okay. Wir kommen später wie. Ja. So, du bist. Champion braucht Garrok? Wir brauchen einen Krieger. Ich brauche einen großen Krieger für meine Einheit. Bist du der Richtige? Garrok immer bereit für Champion zu kämpfen. Garrok sehr stark und keine Angst vor Quarsan. Er ist sicher eine gute Leibwache. Du hast ein schlechtes Benehmen. Kein Problem. Ich erinnere mich das nächste Mal, wenn du verhauen wirst. Hey, ich mach nur Spaß. Ich behalte dich noch ein wenig. Irgendwie mag ich die Art, wie du mit mir redest. Okay. Ich komme wieder, Garrok. Den kann ich mir gut als Krieger vorstellen. Du könntest gerne Stratege werden. Der Rotatem. Nichts. Wir sprechen später, Schamane. Du spielst nicht mit. Dir traue ich nicht. Was kann ich für dich tun? Läufer. Wir brauchen einen schnellen und leisen Ork, der Befehle übermittelt. Treffer! Ich bin leise wie ein Schatten und schnell wie der Wind. Oh, wirklich?
Das bedeutet, ständig versteckt zu bleiben. Hast du dich jemals an jemanden angeschlichen und ihn umgelegt? Nicht wirklich. Aber das wird mich nicht aufhalten. Und die Befehle? Wirst du Befehlen ohne Zögern folgen? Natürlich. Solange mir nicht befohlen wird, irgendwas Blödes zu tun, werde ich sie befolgen. Also legst du auch die Regeln fest. Ja. Wir sprechen später. Der Stratege wird... Ja, nicht. Das muss er hier jetzt machen. Kann ich etwas für dich tun? Weißt du, wie man eine Armee im Kampf führt? Ich habe Sklaven zur Arbeit geführt, aber nie eine Armee. Ich glaube nicht, dass die anderen Orks meine Autorität akzeptieren würden mit meiner Vergangenheit als Meister. Ich suche einen großen Krieger für meine Einheit. Bist du der Richtige? Nicht wirklich. Ich meine, ich bin bereit zu sterben, aber ich will deine Mission nicht ruinieren. Es gibt bessere Kämpfer als mich. Wir brauchen einen schnellen und leisen Ork, der Befehle übermittelt. Ich kann dein Ork sein. Das tat ich bei den Meistern. Ah, Erfahrung ist immer von Vorteil. Und du wirst genauso bezahlt, hm? Hör auf zu träumen. Okay, sicherheitshalber sollte ich mir das aufschreiben. Ich suche gerade Stift und Zettel, habe ich nicht. Okay, merken. Wir sprechen später. Okay, du wirst der Dakat, ist der Übermittler. Du hast eigentlich mir geholfen, Blutkäfer. Nun bin ich an der Reihe. Ich brauche einen großen Krieger für meine Einheit. Bist du der Richtige? Ich weiß, wie man kämpft. Aber nachdem ich gesehen habe, wie du mit den Meistern umgegangen bist, müsste ich eine Schnauze haben wie der Idiot Braggart, um zu behaupten, ein großer Krieger zu sein. Ach, das sind die aber Zeit, ja. Ich kämpfe bis zum Tod. Dafür hast du mein Wort. Stratege? Weißt du, wie man eine Armee in Kampf führt? Nun, ich will dir dienen, Bruder. Aber so etwas habe ich noch nie getan. Warum fragst du nicht Marlok oder Adek? Marlok und seine Männer bilden die Vorhut. Und Adek brauche ich hinten. Verstehe. In diesem Fall solltest du sie um Rat fragen. Sie sind dir nützlicher als ich. Okay, Läufer? Wir brauchen einen schnellen und leisen Ork, der Befehle übermittelt. Das sollte ich können, wenn du keinen Experten findest. Das Ding ist, dass wir einen Experten haben. Aber ich werde 3 Stockwerke tiefer die Zellen der Inquisition besichtigen. Okay, gehen. Okay, gehen. Ja, so. Strategen. Ah. Krieger vorstellen. Strategen vorstellen. Werke vorstellen. Hast du Vorschläge für die Zusammenstellung der Kampfgruppe? Nicht wirklich. Drakan ist mehr als nur ein einfacher Schamane. Mehr kann ich nicht sagen. Ich kenne die Orks nicht gut, die du herbrachtest. Aber wenn ich richtig verstanden habe, sollte dein Löwe ein wahres Monster sein. Ein Ork, der wie drei kämpft und lange durchhält. Der Dove, ja. Genau. Er wird der Gruppe die Muskeln geben. Und der Gepard die Augen und die Stimme. Wir brauchen einen Bruder, der schnell und leise ist. Der Gepard muss den Befehl des Adlers blind folgen und sie so schnell wie möglich überbringen. Verstehe. Als Adler brauchst du einen erfahrenen Strategen. Seine Autorität und die Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen, sind entscheidend. Du solltest mit den anderen Orks sprechen und sie prüfen. Viele Leben hängen von deinen Entscheidungen ab, Sohn.
Okay, okay. Ich komme später wieder. Ja. Du kannst nicht. Du bist der Doofe. Champion braucht Garrok? Wir brauchen einen schnellen und leisen Ork, der Befehle übermittelt. Garrok fett. Will helfen, aber nicht schnell. Aber ehrlich. Ja, das dachte ich mir schon. Hab nur gefragt, ob du vielleicht jemanden kennst. Ich würde ihn nicht rennen lassen, Ark. Es sei denn, du willst ein Erdbeben verursachen. Deine Entscheidung. Nee, ich komme wieder, Garrok. Garrok? Fieger.